Das Portugal ist an einer Frau ein iPhone in eine Seeotter-Bickigkeit. Anscheinend ist der Otto aber Android-Fan. Vergeblich fordert die Frau ihr iPhone zurück. Und sie ist wahrscheinlich die Einzige, die über den süßen Frechdachs nicht lachen kann. Wahrscheinlich hat das Handy für eine Muschel gehalten. Seeotter nämlich Muscheln gegen Filzen schlagen, um sie aufzubrechen.